Let's go. Wer erwartet hat, dass diese Szenen in einem normalen Desktop oder gar Gaming-PC aufgenommen wurden, der fehlt weit. Das Wunderkind heißt Z83 und ist nicht viel größer als ein Apple TV 3 und kostet nur etwas über 100 Euro. Und das bekommt man geliefert. Den Mini-PC, dessen Seiten spiegelnd glänzend sind, an der Front eine unsichtbare LED hat, an der Seite einen SD-Kartenslot und zwei USB 2.0 Ports, auf der Rückseite einen Powerschalter, Stromversorgung, USB 3.0, HDMI, Gigabit LAN und Kopfhörer-Mikrofon-Jack und an der anderen Seite nur Lüftungsschlitze hat. Die ganze Box ist aus Kunststoff, was gut für das interne WLAN und Bluetooth 4.0 ist. Auf der Unterseite ist vollflächig eine Anti-Rutsch-Gummierung. Zusätzlich dabei eine Mini-Anleitung, eine WESA-Halterung, um das Gerät direkt am TV anzubringen, ein Netzteil, Schrauben für die gezeigte Halterung und zwei bewusst kurz gehaltene HDMI-Kabel für die Halterung, welche nah am TV sitzen soll. Los geht's mit dem Windows, welches nicht durch Blähware belastet wird. Einzig Candy Crush irgendwas, was aber von Microsoft installiert wird, ist drauf. Sonst eine ganz saubere Installation einer Windows 10 Home 64-Bit-Version. Für die Intel HD GPU ist ein kleines Tool im Task zu finden. Heute die T12. Und viel wichtiger, als ersten Stresstest lasse ich 4 YouTube-Videos zeitgleich in HD laufen. Das bringt die CPU zum Maximum. Und auch der RAM ist voll ausgelastet. Jedoch keine Probleme. Und auch die passive Kühlung behält zumindest in meinen 5 Minuten Test den CPU-Takt auf Maximum und lässt ihn nicht runtertakten. Da das die Box nicht in die Knie gezwungen hat, habe ich mir einen Ego-Shooter aus dem Microsoft Store geholt. Bitte keine Kommentare zu meinem Aiming oder Gameplay. Ich hatte nicht erwartet, dass die Box das hinbekommt, also habe ich sehr entspannt auf dem Sofa gelümmelt. Die Details hatte das Game von Anfang an auf High eingestellt. Und nun lasse ich dich ein bisschen mit dem Spiel alleine, um dir deine eigene Meinung zu bilden. Achte darauf, dass YouTube die Qualität auch auf HD lässt, damit das Maximum dargestellt wird. Die Box lief nämlich auch an einem Full HD TV. Contact. Take him out. On your go. On me. Move into cover. Hold up. Come on. Let's go. Mein Fazit.
Ich kann diese Box jedem weiterempfehlen, der keine High-End-Anwendungen braucht. Beim Rendering eines Videos von Premiere Pro würde ich keine Wunder erwarten. Meine Erwartungen wurden auf jeden Fall übertroffen. Man sollte nur von Anfang an am USB 3.0 eine externe HD anschließen und Windows so einstellen, dass es alles dahin packt. Die 32 internen Gigabyte sollten pur Windows und Updates vorbehalten sein. Sonst ist man hier schnell am Ende. Ich bin nach über 20 Android TV-Boxen sehr fasziniert. Ein volles Windows in so einer Größe ist ein Must für jeden TV im Haushalt und auch durchaus Office-tauglich. Was denkst du? Android oder Windows? Und muss es immer ein High-End-Vacu 3000 Euro Gaming-Wunder sein? Poste es in den Kommentaren.